3, 2, 1, Action! Hallo liebe Zuschauer vom offenen Kanal Magdeburg. Es ist wieder Filmclub-Zeit. Wer diese Sendereihe kennt, weiß, hier werden Filme vom Magdeburger Film- und Videoclub gezeigt. Mitunter gibt es auch den einen oder anderen Tipp fürs Filmen oder Fotografieren. So einfach lässt sich das ja heute nicht mehr trennen. Ein Handy hat fast jeder immer dabei und damit wird natürlich gern fotografiert oder eben auch gefilmt. Neulich gab es hier sogar einen eigenen Beitrag mit interessanten Tipps zu diesem Thema, was wohl auch ganz gut bei Ihnen ankam. Aber einige Zuschauer meinten, wir machen gerne Busreisen und da gibt es oft nur sehr kurze Fotostops. Wir haben gar keine Zeit, um uns über Bildgestaltung Gedanken zu machen. Jeder will ein gutes Foto erhaschen und ständig stehen einem andere Fotografen im Wege. Hier bin ich nicht ganz Ihrer Meinung. Lassen Sie doch die anderen Fotografen einfach vor sich treten. Lassen Sie ihnen den Vortritt. Schauen Sie, die Dame mit dem roten Handy belebt das Bild förmlich. Das gleiche Motiv ohne die Dame? Das Bild wirkt leer, obwohl es sich um einen Schauplatz für eine Krimiserie handelt. Einfach kein gutes Foto. Eine andere Variante, hinter mir stand damals noch eine Steinskulptur. Wenn man diese nun ganz leicht nur im Anschnitt mit in das Bild nimmt, wirkt das Foto tiefer oder besser ausgedrückt gestaltet. Hier derselbe Dorfplatz von einem anderen Kamerastandpunkt aus gesehen. Der rötliche Verkehrskegel stört die Idylle und damit eigentlich das ganze Bild. Neben mir war aber ein wildes Gebüsch. Einfach das Handy etwas in das Gebüsch gehalten und der Kegel war nicht mehr sichtbar. Machen wir zusammen noch ein Beispiel. Im Hintergrund eine architektonisch interessante Häuserzeile. Nicht wirklich ergiebig, oder? Erst nachdem sich ein Fotograf vor meine Linse gestellt hatte, bekam das Bild Tiefe. Die anderen Mitreisenden achten eher darauf, keine Personen im Bild zu haben und müssen so mit dem fragwürdigen Ergebnis leben. Oder hier. Eine natürliche Felsenbrücke in Südengland. Ein tolles Fotomotiv. Die meisten Fotos sehen in etwa so aus. Wenn man nun aber die wild gewachsene Distel mit in die Bildgestaltung einbezieht, haben wir schon wieder ein besseres Foto. Was spricht dagegen, einen anderen Mitreisenden in das Bild zu integrieren? Wir sind ja nicht allein gereist. Und das rote Handy ist hier wieder der gewünschte Farbtupfer. Man kann natürlich auch jemanden bitten, mal ein Foto von sich und dem Motiv zu machen. Wie hier, mein rotes T-Shirt wird jetzt zu dem erwähnten Farbtupfer. Oder soll Ihr Bild doch nur so aussehen? Bleiben wir beim Farbtupfer. In England gibt es viele kleine Geschäfte mit interessanter Schaufenstergestaltung. Ja, das könnte man so fotografieren. Hier hatte ich gerade Glück und es kam kein Auto. Glück? Nein, mit Auto wirkt doch alles viel lebendiger. Also ruhig mal ein Fahrzeug vor dem Motiv mit einbeziehen. Das kostet keine Zeit, im Gegenteil. Machen wir weiter. Hier ein schönes Gebäude mit Wasser im Vordergrund. So schlecht ist das Foto nicht. Aber erst als ich diese Dame vor mich stellte, bekam ich ein gutes Foto. Auch das Geländer wirkt hier gestalterisch, weil es schräg durch das Bild verläuft. Zum Vergleich nochmal das Vorher. Und jetzt das Hinterher. Nehmen wir mal dieses Gebäude. Viel Rasen im Vordergrund und hinten das eigentliche Motiv. Nur zwei Schritte zurückgegangen und ich bekomme die Straßenlaterne und die kleine Mauer mit auf das Foto. Entscheiden Sie selbst. Hier das normale, schnell geknipste Bild oder dasselbe Motiv mit dem Vordergrund. Gestatten Sie mir ein vorletztes Beispiel. Dasselbe Gebäude, ein etwas näherer Kamerastandpunkt. Das Haus ist nun deutlich als Hauptmotiv zu erkennen und die Rasenfläche nimmt weniger Platz ein. Könnte man eigentlich so lassen. Aber dann habe ich ein schmiedeeisernes Geländer gesehen und als Vordergrund mit in das Bild einbezogen. Schon besser. Noch besser wirkt das Ganze, wenn eine Person das Geländer nutzt. Jetzt kommt plötzlich Dynamik und Tiefe mit in das Bild.
Bilder wirken immer ein wenig besser, wenn man Bäume oder Zweige in das Foto integriert. Hier wieder der normale Schnappschuss, so wie die meisten Schnellknipser ihr Foto machen. Ein oder zwei Schritte zurück und schon hat man sein Hauptmotiv förmlich von Blattwerk eingerahmt und erzeugt somit die erwünschte Tiefe. So, nun aber zum Film für heute. Die Bilder, die Sie eben gesehen haben, sind alle im Süden von Großbritannien aufgenommen worden. Vor Jahren habe ich schon mal so eine Reise mit einem Bus gemacht und natürlich alles gefilmt. Hiermit. Also, Film ab! Sommer 2005. Unsere Urlaubsreise führte uns in das Land von Rosamunde Pilcher. So eine Fährüberfahrt ist für uns Landratten immer wieder spannend. Sie führte uns von Calais nach Dover. Bereits hier bekam mein Fotoapparat reichlich zu tun. Mit einem Bus vom Reiseunternehmen Eichhorst fuhren wir durch Südengland. Auf dieser Tour sollte der Weg das Ziel sein. Unser Busfahrer René machte diese Fahrt nicht zum ersten Mal. Er kennt hier jede Straße und auch jedes Schlagloch. Erster Stopp, das kleine Städtchen Rye. Die typisch englischen Häuser mit den besonderen Türen weckten hier unser Interesse. Weiter ging's durch die in ihrer Ursprünglichkeit erhaltene Altstadt von Rye. Allzu weit vom Meer waren wir noch nicht weg, denn auch hier gab es Ebbe und Flut, wie man sieht. Nächster Zwischenstopp war Brighton. Mitten im Meer hat man hier einen 500 Meter langen Pier errichtet, auf dem es wirklich viel zu sehen gab. Vorausgesetzt, man mag etwas Trubel. Dieses Kinderkarussell war noch die harmloseste Attraktion hier. Daneben gab es Diskotheken, Restaurants und Spielhallen bis zum Abwinken. Wie man sieht, gab es aber auch ein paar ruhigere Ecken. René fuhr uns jetzt in Leonards Garten. Dieser Garten ist auch für englische Verhältnisse etwas Besonderes. Hier kann man zum Beispiel Kängurus in fast freier Wildbahn sehen. Wem der Garten zu weitläufig ist, der kann sich die Miniaturausgabe auch im Babydollhaus ansehen. Gleich nebenan gab es ein paar tolle Oldtimer zu sehen. Allerdings ist dies kein Automuseum, sondern Teil des königlichen Fuhrparks seiner Majestät. Diese über 100 Jahre alten Autos nehmen noch jedes Jahr an einer großen Parade teil. Das heißt, alle diese Autos sind tatsächlich fahrbereit.
Hier wäre ich gerne noch etwas geblieben, aber René und der Bus wollten zurück ins Hotel. Der nächste Tag führt uns auf die Isle of Wight, einer Insel vor der Insel. Unterwegs lernten wir, dass der Begriff Gänsemarsch wohl tatsächlich mit Gänsen zu tun hat. Isle of Wight ist bei Landschaftsfotografen sehr beliebt. Sie kommen hier voll auf ihre Kosten. Die Orte sind so wunderschön, wie man sie sich beim Lesen eines Rosamunde Pilcher-Romanes vorstellt. Selbst Ruinen sehen hier gar nicht so verfallen aus. Mehr zufällig entdeckten wir einen wohl verwunschenen Garten. Hier wohnte schon seit langem niemand mehr. Plötzlich fanden wir uns in einem Park wieder, den man normalerweise nur mit Eintrittskarten durch eine Kasse betreten kann. Ja, in England spukt es eben doch ab und zu mal. Ein Baum am Wegesrand erweckte unser Interesse. Es war ein echter Korkbaum. Zurück ging's wieder von der kleinen Insel auf die große Insel. Plötzlich kam Bewegung in die Passagiere. Ein Kriegsschiff. Eins? Nein, Hunderte. Fotoapparate hatten Hochkonjunktur. Wir sind mit unserer kleinen Fähre mitten in die Proben für die Lord Nelson Parade geplatzt. Einen Tag später wird die Queen die Flottenparade zum 200. Todestag von Lord Nelson abnehmen. Die Kathedrale von Salisbury darf auf einem England-Trip auch nicht fehlen. Die Innenstadt von Salisbury ist auch ein Besuch wert. Monika, unsere Reiseleiterin, hat uns auf der gesamten Tour begleitet und uns alles Wissenswerte über Südengland verraten. Bei den hier ortsüblichen Parkgebühren traut man seinen Augen kaum. Jedenfalls ging jetzt unsere Reise weiter. Nächster Halt, das sagenumwobene Dartmoor. In der Ferne das Gefängnis, aus dem Edgar Wallace in seinen Büchern immer die bösen Buben ausbrechen ließ.
Ein paar echte Wildpferde findet man hier auch noch. St. Ives, die Stadt der Künstler. Maler schwören hier auf das ganz besondere Licht. In St. Ives soll es das faszinierendste Tageslicht weltweit geben. Angekommen. Hier ist Europa zu Ende. Bis Amerika gibt's jetzt nur noch Wasser. Obwohl es hier eigentlich nichts zu sehen gibt, zieht Lands End die Touristen magisch an. Die Insel St. Michael's Mount war jetzt unser Ziel. Um das Wasser zu überqueren, charterten wir ein kleines Boot. George, unser Steuermann, wollte uns zur Insel bringen. Doch was war das? Manche Leute können anscheinend wirklich übers Wasser gehen. Das Wasser ging zurück, es war Ebbe. Jetzt klärte sich das auch mit den Wasserläufern auf. Am nächsten Tag ein Zwischenstopp in Foway. Auch hier schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Ein bisschen Shopping konnte ich mir dann doch nicht verkneifen. Steht mir doch, oder? Weiter ging's mit unserem Bus nach Plymouth. Im Hafen lagen einige U-Boote der Königlichen Marine. Nach einem ausgiebigen Abendspaziergang zog es uns in ein britisches Pub. Welcome to England or the UK from you from Germany. Thank you for the drink you brought us tonight. And let's hope the people that watch this video find it far more interesting than we ever will. Thank you. Wir verbrachten einen wunderschönen Abend mit Peter und Eunice. Yeah. Stonehenge tomorrow on the coach. Us. Diese Pubs sind für die Briten das zweite Wohnzimmer. Man trifft sich hier fast täglich in gemütlicher Runde. Dank der britischen Gastfreundschaft ging's am nächsten Morgen mit etwas schwererem Kopf in Richtung Stonehenge. Stonehenge war eigentlich der heimliche Grund für unsere Reise. Hier verdient man mit ein paar Steinen sehr viel Geld. Warum haben wir so etwas nicht in unserem Garten?
Übrigens, man leidet hier nicht an kollektiver Telefonitis, sondern lauscht per Kopfhörer einem elektronischen Führer. Nächstes Highlight, die Teestunde bei der Queen auf Schloss Windsor. Diese Damen sind wahrscheinlich nicht mit der Queen verwandt, sehen aber so aus, als kämen sie gerade von einer Teestunde bei der Queen. Wenn ich nochmal zur Teestunde bei der Queen geladen bin, dann weiß ich, was ich anzuziehen habe. Nächster Halt, Canterbury, der Sitz des Bischofs. Nein, dieses Gesicht aus verschweißten Metallplatten stellt wohl nicht den Bischof dar. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Eine Bustour mal ganz anders. Ein Amphibienbus auf der Themse in London. Wir haben vorsichtshalber nur zugeschaut und uns dann zu Fuß durchgeschlagen. In the all-night cafe, die Tower Bridge. Wohl eines der am meisten fotografierten Bauwerke in London. Margaret, unsere Stadtführerin, wusste hier vieles zu berichten. Ich habe aber nicht richtig aufgepasst. Wieder zog ein königlicher Wachsoldat unsere Blicke auf sich. Also Fotoapparat gezückt und schnell hin. Ein wunderschönes Erinnerungsbild. Zum letzten Mal auf der Insel, Koffer verstauen und einsteigen. René, unser Fahrer, brachte uns sicher aufs Festland zurück. Diesmal durch den Eurotunnel. Im hektischen Brüssel gab's dann noch einen Halt. Wir sahen die älteste überdachte Einkaufsmeile Europas. Der alte Brüsseler Stadtkern ist für sich allein schon eine Reise wert. Für uns hieß das Ziel aber Manneken Pis. So ein Andenken wanderte allerdings nicht in unser Urlaubsgepäck. Unsere letzte Rast. Pünktlich zur Kaffeezeit luden unsere René und Monika zu Kaffee und Brüsseler Pralinen ein. Mmh, lecker!
Dann gab René Gas. Unser Bus näherte sich wieder deutschem Boden. Es folgte die offizielle Verabschiedung von Monika und René. Uns bleibt die Erinnerung an ein paar herrliche Tage. Das war mein Südengland-Film. Gleich dazu noch einen Tipp. Wenn Sie Fotos oder Videos aus einem Bus herausmachen, gehört auch mal der Fahrer und der Bus von außen mit in die Geschichte. Nur so wirkt Ihr Film wirklich rund. Ich denke, für heute reicht das mit den guten Tipps. Gern würde ich Sie zu einem unserer Clubtreffen einladen. Wir könnten dann gemeinsam Ihren Film anschauen. Ja, filmen sollten Sie schon ab und zu mal. Wir treffen uns alle 14 Tage im Peak Ass in der Leipziger Straße 43. Praktisch genau gegenüber der Grundschule Leipziger Straße, die auch bekannt ist als ehemalige Clara-Zetkin-Schule. Bitte den Seiteneingang benutzen, da ist so eine kleine Treppe. Idealerweise melden Sie sich vorher bei unserem Clubvorsitzenden Dr. Wolfgang Vogel an. Die Informationen dazu stehen auf unserer Webseite, werden aber im Abspann nochmals eingeblendet. Tschüss und winke, winke, bis zur nächsten Filmclubzeit.